Gut, wir kommen zur Aufgabe 6, Aufgabengruppe 2 von Mathe MSA von 2022. Das hier ist eine Aufgabe, wo du zeigen sollst, dass du Potenzgesetze beherrschst. Und das hier ist eine Aufgabe, wo du zeigen sollst, dass du die binomischen Formeln kennst. Gut, schauen wir uns zunächst das hier an. Ich soll unter der Wurzel etwas schreiben und wenn ich die Wurzel ziehe, soll das hier rauskommen. Beispiel. Wenn unter der Wurzel stehen würde x hoch 2, dann wäre die Wurzel daraus x. Würde unter der Wurzel stehen x hoch 4, dann wäre die Wurzel daraus x hoch 2. Weil man den Exponenten teilt. Also die Wurzel ziehen aus einer Zahl mit Exponenten. Der Exponent wird bei der zweiten Wurzel geteilt. Dann kann ich hier rekonstruieren für meine 6a, was da unter die Wurzel muss, damit m hoch 4b rauskommt. B ist noch klar, das muss vorher b hoch 2 gewesen sein. Und m hoch 4 muss vorher m hoch 8 gewesen sein. Wie gesagt, geteilt bei Wurzel. Also ist das meine Lösung. Bei 6b ist mein Tipp immer, schreib dir ab, was in der Angabe steht. A hoch 4, dann kommt ein Sternchen oder man kann ja sagen ein Platzhalter. Dann kommt 4a hoch 2b hoch 9 und dann kommt nochmal ein Platzhalter. Die Frage ist, wenn ich mir jetzt meine Formelsammlung aufschlage und alle drei binomischen Formeln anschaue, da gibt es nur eine, die so ausschaut. A minus b in Klammern hoch 2, das ist die zweite. Und jetzt schreibe ich mir die zweite binomische Formel hier drunter. A minus b in Klammern hoch 2 ist a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Und jetzt muss ich, ähnlich wie bei einem Sudoku, das halt ergänzen. Ich kenne a Quadrat. Das ist das a Quadrat. Und hier gehört a rein. Ich brauche also die Wurzel von dem hier. Die Wurzel von dem hier, die Wurzel aus 0,64, das macht der Taschenrechner, das ist 0,8. Und die Wurzel aus a hoch 4 ist a hoch 2. Dann, in der binomischen Formel weiß ich auch, dass das hier ein Minus sein muss. Dann habe ich das auch schon. Dann fehlt noch b Quadrat und b. Das ist jetzt doof. Aber ich kann mir aus dem gemischten Element 2ab das rausholen. Wenn ich den 2er raushol, steht hier noch 2a Quadrat b hoch 9. Und jetzt muss das a auch noch raus. Ja, schwierig. Ich zeige das mal am Taschenrechner, wie das zu machen ist. Das ist 2ab. Wenn ich also den 2er und das a raushole, dann bleibt das b übrig. Ich muss den 2er rausholen, wenn ich hier, jetzt geht es um die Zahl hier, 4. Den 2er rauszuziehen ist geteilt durch 2, bleibt natürlich 2. Und jetzt muss auch noch 0,8a Quadrat hier raus. Also geteilt durch 0,8. Geteilt durch 0,8, dann bleibt 2,5 für das b. Schau mit 2,5, jetzt schaut's, wie schaut es mit den Buchstaben aus? Wenn ich a raushole, a Quadrat ist das ganz weg, die Zahl habe ich, jetzt brauche ich noch b hoch 9. Das heißt, mein b ist 2,5 b hoch 9. Und hier hinten brauche ich b Quadrat. Also 2,5 hoch 2, das ist 6,25. Und b hoch 9 hoch 2, der Exponent wird multipliziert, also b hoch 18. Also das war eine knifflige Aufgabe. Ich schreibe sie nochmal schön her.
0,8a Quadrat minus 2,5b hoch 9 in Klammern hoch 2 ist gleich 0,64a hoch 4 minus 4a Quadrat b hoch 9 plus 6,25b hoch 18. Das war knackig, und zwar aus dem Grund, weil b nicht bekannt war und man musste hier, aus diesem hier, musste man b eliminieren. Weil das hier 2 mal a mal b ist, muss der 2 raus und dann muss a noch raus. Und a ist 0,8a hoch 2. Deswegen muss ich auch geteilt durch 0,8 rechnen. Und dann komme ich zu meinem b und dann komme ich auch zum b². Das war eine nicht so einfache Aufgabe.